Und das ist eine Kirschbombe. Genau. Blows up all zombies in an area. Das heißt halt, wenn wir jetzt so eine Kirschpflanze hier gleich pflanzen oder unsere Kirschen hier auf einem Feld legen, dann, ja, nimmt die quasi in einem umliegenden Gebiet, tötet die quasi die Zombies gleich mit. So, nächster Level. Wir starten wieder mit unseren Sonnenblumen und sammeln fleißig unsere Sonnen ein. Und jetzt kommt auch gleich noch eine Besonderheit dazu. Ich habe das gerade schon gesehen, oder ihr habt das vielleicht gerade schon gesehen. Da sind Zombies, die haben Verkehrshütchen auf. So, ich nehme jetzt nochmal eine Sonnenblume. Der Kollege hier braucht jetzt ein bisschen, bis er da ist. Und ich sammle jetzt einfach ganz fleißig meine Sonnen ein und pflanze jetzt schnell so einen Erbsenschießer. Und weiter Sonnen sammeln. Und hoffe, dass ich jetzt gleich noch eine Sonnenblume pflanzen kann, bevor der nächste Zombie auftaucht. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Oh, der schafft das nicht. Nein, ich schaff das natürlich nicht. Und da kommt schon der nächste Kollege angerollt. Und jetzt los, Sonnen. Gib mir Sonnen. Juhu. Und jetzt kann ich schon gleich den nächsten pflanzen. Ja, wie gesagt, das Spiel ist halt wirklich, ich würde sagen, ab dem Grundschulalter, so wie sich Kinder mit PC beschäftigen, an PC-Spiele herangeführt werden können, sollen, wollen, wie auch immer. Das Interesse muss ja natürlich auch da sein. Und, ja. Genau, jetzt sieht man hier unten auch schon wieder den Fortschritt. Die Fahne zeigt immer an, hier unten, dass das dann die letzte Welle ist, beziehungsweise zeigt dann später an die unterschiedlichen Wellen. Ja, und jetzt kommt unser Zombie mit dem Verkehrshütchen. Der hat extra Rüstung, die Verkehrshütchen-Power. Der braucht ein bisschen länger, bis er dann down ist. Erstmal sieht man, wie dann hier das Hütchen so langsam nach und nach kaputt geht, wenn er beschossen wird. Und wenn dann irgendwann er hoffentlich sein Hütchen mal verliert, ich setze hier mal vorsichtshalber noch einen zweiten Erbsenschießer hin, er dann mal sein Hütchen verliert, dann verliert er auch irgendwann, hoffe ich, jetzt seinen Arm. Genau, jetzt verliert er seinen Arm und jetzt geht er gleich down. So, ich kann euch das einmal demonstrieren hier mit der Kirschbombe. Ich nehme jetzt hier meine Kirschbombe und lass die Bombe platzen. Und da ist er pulverisiert. Ja, und so geht das halt. Das ist halt der Einstieg, ist erstmal relativ, ja, relativ gemütlich. Und nachher wird es aber auch so sein. Habe ich zumindest das Gefühl, dass es weniger Sonnen gibt im Spiel und man wirklich halt auch aufpassen muss, wann man was pflanzt, was für Pflanzen man auch mitnimmt. Man hat irgendwann die Möglichkeit, halt eine Auswahl zu treffen, weil man halt so viele Pflanzen irgendwann hat, dass man halt wirklich überlegen muss, für welches Level man ja welche Pflanze mitnimmt. Je nachdem auch, ob es Tag- oder Nachtlevel ist, was für Zombies in dem Level enthalten sind. Es gibt nachher noch so viele verschiedene. Es gibt noch welche mit dem Eimer auf dem Kopf. Die sind dann nochmal wieder stärker als die jetzt mit dem Hütchen zum Beispiel. Dann gibt es welche, die springen einfach über die Pflanzen rüber. Die ignorieren dann quasi erstmal den Schaden, der reinkommt. Und es ist noch so vielfältig nachher. Und jetzt kommt auch schon eine größere Welle rein, wie man sieht. Und sie verlieren alle, sie haben keine Chance. Unsere Erbsenschießer sind die besten. Ja, die mit den Hütchen sind natürlich ein bisschen zäh. Und vor allem werden die Zombie-Wellen mit der Zeit auch immer größer und immer mehr. Also es werden mit den Leveln werden immer mehr Zombie-Wellen. Ich glaube, ich habe es dann schon jetzt geschafft, ich glaube bis 5 oder 6 Wellen sogar zu kommen. Und ja, die werden dann aber auch immer mehr, die dann spawnen und reinkommen die Zombie, also nicht nur die Zombie-Wellen werden mehr, sondern auch die Anzahl der Zombies wird größer. Da muss man da schon gut gewappnet sein mitunter. So, wir sind jetzt wieder am Ende unseres Levels und haben jetzt bekommen einen braunen Klumpen. Der zumindest erstmal aussieht wie ein brauner Klumpen mit Augen. Und es ist aber eine Walnuss. Und diese Walnuss blocks auf Zombies and protects your other plants.
Das heißt, diese kleine Nuss hier mit den großen Kulleraugen hält erstmal unsere Zombies auf. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch gleich. Genau, hier im Vorfeld sieht man ja schon immer, was für Zombies enthalten sein werden. Jetzt halt auch wieder die normalen, also die mit Glatze und mit Hütchen. Wir haben jetzt den ganzen Garten voller Rasen, fangen jetzt wieder an mit unseren Sonnenblumen in der hintersten Reihe vor den Rasenmähern und sammeln fleißig unsere Sonnen ein. Und wieder die nächste Sonnenblume und es kommen unablässig Sonnen. Und jetzt haben wir nämlich unser Nüsschen hier, unser Walnüsschen. Und können das jetzt einfach mal hier hinsetzen. Und dann seht ihr gleich, was passiert. Ich pflanze die nächste Sonnenblume. Und jetzt fängt der Zombie an, erstmal daran zu knabbern, weil er nicht mehr weiterkommt. Weil Zombies sind ja nicht die Schlausten. Könnte ja natürlich auch drum rumgehen, aber nein, er ist ein Zombie. Er muss einfach weiter durch. Und ist essen, essen ist die Devise. So, genau. Jetzt fange ich halt an, hier immer Erbsenschießer und Sonnenblumen im Wechsel zu pflanzen. Guck jetzt, dass ich schnell genug nochmal wieder Sonnen zusammenkriege, dass ich hier den nächsten Erbsenschießer oder das nächste Nüsschen pflanzen kann. Jetzt würde ich hier einen Erbsenschießer hinsetzen und in die oberste Reihe ein Nüsschen, damit er erstmal aufgehalten ist. Sammle weiter meine Sonnen ein und würde jetzt als nächstes hier oben gleich einen Erbsenschießer hinsetzen. Genau, direkt vor die Sonnenblumen. Und mit diesem Nüsschen können wir halt erstmal unsere Pflanzen, die wir hier pflanzen, ja, protecten quasi, also ein bisschen beschützen. Und können dann halt erstmal die Zombies ein bisschen aufhalten, weiter Sonnen sammeln und dann hier hinter unsere kleine Pflanzenarmee aufbauen. So, jetzt ist es ein bisschen hartnäckig, deswegen pflanze ich hier nochmal einen zweiten Erbsenschießer hin. Weil ich gerade so ein bisschen Sorge habe, dass der mir hier sonst durchbricht. Und sammeln jetzt weiter. Jetzt haben wir den nächsten Erbsenschießer. Den setze ich hier unten schon mal in die Reihe, damit ich die komplette Reihe voll habe. Ich würde jetzt hier einmal ein Nüsschen noch hinsetzen. Ich baue mir jetzt hier so eine kleine Mauer auf. So in der, ja, in der dritten Reihe. Ich könnte es auch in der zweiten machen oder auch hier ganz hinten. Das ist völlig egal. Gerade bei Pflanzen, die halt über die komplette Reihe Schaden machen, so wie jetzt die Erbsenschießer. Kommt der nächste schon rein. Und immer fleißig weiter sammeln. Und weiter bauen. Genau, wenn jetzt der nächste Zombie reinkommt, setze ich gleich nochmal wieder ein Nüsschen. Und halte ihn hier oben nochmal wieder ein bisschen. Oh, jetzt kommen gleich zwei auf einmal. Kann man mal machen. Aber ich habe mich jetzt dafür entschieden, hier oben ein Nüsschen hinzusetzen. Um den Zombie mit dem Hut erstmal wieder aufzuhalten. Genau, fange jetzt an, mir hier meine zweite Reihe mit Erbsenschießern voll zu machen. Um halt einfach ein bisschen mehr Schaden auch auszuteilen. Und wenn wir das noch schaffen, dann setze ich hier unten noch zwei Walnüsschen hin. Genau, hier nochmal ein Nüsschen. Und hier oben nochmal ein Erbsenschießer. So, jetzt sind wir doch schon mal ganz gut auf Kurs hier, würde ich sagen. Kommt hier unten gleich nochmal ein Nüsschen hin. Mein Walnüsschen in die letzte Reihe. In die vorletzte Reihe, besser gesagt. Genau, jetzt kommt auch schon die letzte Zombie-Welle. Eine letzte große Zombie-Welle rollt quasi über uns herein. Und wir sind aber gut gewappnet, unseren Garten zu verteidigen. Wir könnten im Notfall jetzt, wir haben so viel Sonnen angesammelt, könnten wir auch noch unsere Bombe zünden, die ich jetzt einfach mal just for fun zünde, damit ihr mal seht. Genau, diese Bombe habt ihr gesehen, ich habe sie hier gepflanzt und die ging gleich über drei Reihen. Also damit ist man auf jeden Fall erstmal safe und kann eine ganze Menge Zombies aus dem Weg räumen, wenn denn wirklich mal große Zombie-Wellen reinrollen. So, wir haben jetzt bekommen einen Spaten, wie ihr seht. Spaten ist ja immer wichtig für jeden Garten, ne? Genau, und mit diesem Spaten, so wie im wirklichen Leben auch, können wir natürlich jetzt erstmal buddeln. Okay, jetzt kommt unser Nachbar uns besuchen. Greetings, Neighbor. Hallöchen. Genau, dann halt einfach immer hier oben auf den Button weiterklicken.
Und ja, dann erzählt er uns halt immer weiter Sachen. Ja, sein Name ist Crazy Dave. Aber ich kann ihn auch Crazy Dave nennen. Logisch. Und er hat eine Überraschung für uns. Aber zuerst müssen wir mal unseren Garten aufräumen. Dafür sollen wir unsere Schaufel benutzen. Genau. Das heißt, ich klicke jetzt hier oben, was der Fan auch von mir will. Klicke ich jetzt auf meine Schaufel. Diese Schaufel wird nachher hier oben neben dem Pflanzenmenü sein. Und damit können wir halt einfach Pflanzen entfernen, die wir gepflanzt haben, die wir entweder fälschlicherweise gepflanzt haben oder einfach auch entfernen, um sie durch stärkere Pflanzen zu ersetzen.